hier heute. Verzweiflung und bei all dem, was uns treibt, aber auch bei all dem Mut, müssen wir an die Menschen denken, für die wir eben alle hier stehen. Wir stehen hier für Millionen und Abermillionen Menschen in unserem Land, die erfüllt sind von der Sorge um ihre ökonomische Existenz, von der Sorge um die Zukunft ihrer Kinder und Enkel. Wir stehen hier, um diesen Millionen Menschen Gehör zu verschaffen, die ehrlich für ihr Geld arbeiten und dann am Monatsende dastehen und sehen müssen, wie ihnen das Geld an der Zapfsäule und bei der Nebenkostenabrechnung durch die Finger geronnen ist. Und das wollen wir beenden, liebe Freunde. Von Menschen, ehrliche Menschen, die arbeiten, die ihre Pflicht tun und die von dieser Regierung dafür verachtet und ausgebeutet werden. Und das ist die größte Schande, die diese Regierung Deutschland angetan hat. Sie fordern von uns mit ideologischen Phrasen Verzicht für ihren angeblich gerechten Krieg. Sie fordern von uns Verzicht für ihren angeblichen Kampf gegen einen illusionären, menschengemachten Klimawandel. Liebe Freunde, wir sind ja bereit zu opfern und zu helfen, aber doch nicht für derartige Kriegstreiberei und ideologischen Unsinn. Anständige Menschen in Deutschland hunderttausend und millionenfach zu Bittstellern des Staates, denen sie dann Grasperlen in Form von Rettungspaketen hinwirft, für die wir noch dankbar sein sollen. Nein, Herr Scholz, wir sind Ihnen nicht dankbar. Ja. Denn das, was Sie tun, Herr Scholz, das ist ungefähr so, als würden Sie einem Verblutenden eine Packung Taschentücher geben und sagen, nun hilf dir selbst, Junge. Diese von der Regierung verteilten Taschentücher, liebe Freunde, diese Trostpflästerchen, die wollen wir nicht. Wir wollen Frieden, Freiheit und Wohlstand. Und das kann es nur geben, wenn wir die Russland-Sanktionen sofort beenden. Wenn wir die unsägliche Energiewende und all ihre unsinnigen Abgaben und Ausgaben beenden und wenn wir endlich beginnen, Deutschland und das deutsche Volk zu machen. Die AfD mit ihrer starken Landtagsfraktion hier in Magdeburg hat sich seit ihrer Gründung wehrhaft gegen die Zerstörung Deutschlands gestellt. Gegen diese Deutschlandzerstörer, da muss wie 89 der Ruf erschallen, wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Auf diese Fraktion könnt ihr euch verlassen.
Kassel. Diese Fraktion wird für euch politisch immer kämpfen. Das weiß ich. Darauf habt ihr genauso mein Wort wie darauf, dass die Bundestagsfraktion immer für euch kämpfen wird. Das verspreche ich euch als Offizier, als Vater, als Deutscher und als Vorsitzender dieses Landesverbands, liebe Freunde. Und liebe Freunde, es ist jetzt auch Zeit, etwas zu sagen. Hier stehen heute Tausende von Menschen. Tausende von Menschen, die in der Sorge um die Zukunft auf die Straße gehen. Und euch alle hat Herr Haseloff mit der NSDAP gleichgesetzt, liebe Freunde. Eine Schande ist das. Herr Haseloff, hören Sie auf zu hetzen. Und wir müssen uns auch erinnern an die maßlose Rede des Bundesministers Lauterbach, der hier mehr oder weniger allen Menschen, die nicht geimpft sind, das Recht auf freie Rede abgesprochen hat. Wer so etwas tut, der ist kein Demokrat. Die Demokraten, die stehen hier. Liebe Freunde, wir haben auch im Bundestag bereits umfassende Forderungen in dieser Frage gestellt. Wir wollten die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel absenken für eine gewisse Zeit. Wir wollten, dass die Mehrwertsteuer für Kraftstoffe ausgesetzt wird. Wir wollten das Ende der unsäglichen Energieumlagen. Alles das wollten wir, damit es den Menschen in Deutschland besser geht. Auch im Bundestag kämpfen wir gemeinsam mit unseren Fraktionen in den Landtagen für Deutschland und für Frieden, Freiheit und Wohlstand. Liebe Freunde, Frau Baerbock hat es gesagt, sie steht zur Ukraine, egal was ihre deutschen Wähler denken. Letzten Endes heißt das aber auch, dass ihr egal ist, was die Menschen in Deutschland denken. Und das müssen wir uns in unsere Notizbücher schreiben, als einen der skandalösesten Sätze, der je von einem deutschen Minister gesagt worden ist. Liebe Freunde, wir als AfD und hier unsere Landtagsfraktion, wir sind die Kräfte, die uns dafür eingesetzt haben, dass sichere Energien zur Verfügung stehen durch die Nutzung der heimischen Kohle, durch Kernenergie. Wir wollen die Bürger wirklich entlasten und wir wollen nicht, dass die Bürger zu Bittstellern werden, denen der Staat alle halbe Jahre Pseudo-Rettungspakete vor die Füße schüttet, die niemanden retten, liebe Freunde. Und jetzt zum Abschluss müssen wir eines ganz klar sagen. Wir wollen Frieden, Freiheit und Wohlstand. Warum wollen wir das? Wir wollen das nicht, weil wir uns bedingungslos hinter Russland stellen. Wir wollen das aber, weil wir als deutsche Patrioten wissen, dass der Friede mit Russland für Deutschlands Wohlfahrt existenziell ist, liebe Freunde. Und das soll sich Frau Baerbock hinter die Ohren schreiben. Wir werden uns nicht zum Büttel US-amerikanischer Geostrategie machen lassen.
Frau Baerbock und ihr Klüngel aus militärisch ungebildeten Ex-Pazifisten bis hin zu Frau Lamprecht, der soll nach Hause gehen! Liebe Freunde, wir wollen